Willkommen und schön, dass du da bist. Nachdem gestern am 2.4. das neue Update tatsächlich rausgekommen ist, wollen wir uns heute nochmal die Dinge anschauen, die sich im Bereich Quality of Life, Herstellung und ja, Handling von Dingen geändert haben. Mit dem Update im Dezember wurde ja das Verhalten unseres Characters im Kampf so geändert, dass ich immer nur noch in die Richtung schlagen kann, in die ich auch gerade gucke. Und das hat ganz vielen von uns nicht besonders gut gefallen. Ich gehöre im Übrigen auch dazu. Und da gibt es jetzt eine Möglichkeit für uns, wie wir das wieder ändern können. Dafür gehen wir in die Einstellungen und dann unter Gameplay. Und dort haben wir gleich relativ weit oben den Schalter bei Angriff automatisch nach vorne schauen. Das heißt, unser Charakter wird sich damit entsprechend wieder drehen, wenn wir es eingeschaltet haben, also wenn wir dort ein Häkchen gesetzt haben. Als neue Funktion im Kampf haben wir ja auch den Todesstoß bekommen. Und ich weiß, dass auch dieser Todesstoß durchaus kontrovers diskutiert wird. Einige mögen es, andere mögen es eben nicht. Es bringt uns aber schon auch einige Vorteile. Durch den Todesstoß bekommst du 20% Heilung sofort. Du bekommst Stärke- und Beweglichkeitswaffenschaden um 10% erhöht. Und du bekommst eine Ausdauerregeneration um 15%. Es ist allerdings möglich, diesen Todesstoß auszuschalten. Dafür musst du in die Einstellungen gehen, auf die Serveroptionen. Und bei Kampf hast du ganz, ganz unten diesen kleinen Schalter für Todesstöße. Und wenn du den rausnimmst, dann kannst du diese Funktion nicht mehr nutzen. Soweit ich das gesehen habe, ist der standardmäßig jetzt eingeschaltet. Bei den Followern haben wir jetzt auch einige Änderungen im Menü. Hier im unteren Bereich können wir jetzt das Verhalten des Thralls einstellen oder auch des Tieres, das uns folgt. Und wir haben hier im Verhaltensmenü einmal einen Schalter, mit dem wir beeinflussen können, ob unser Thrall Aggro auf sich zieht oder nicht. Dann können wir hier die Kampftaktik festlegen. Soll er die Position halten? Soll er jagen oder soll er sich zurückziehen? Wir haben dann hier das Verhalten, wenn er uns folgt. Eher passiv, aggressiv oder defensiv. Und die gleichen Auswahlmöglichkeiten nochmal, wenn er auf Wache steht, sozusagen. Ja. Darunter könnt ihr dann festlegen die Verhaltensdistanzen. Ihr könnt einfach den Schieberegler dort entsprechend verändern und sagen, wie nah oder weit entfernt soll er euch folgen, in welchem Umkreis soll er angreifen und wie lange soll er Gegner verfolgen, in welchem Umkreis. Und das stellt ihr einfach über diese Regler hier ein. Das Runde-Menü hat sich auch verändert. Wenn wir die E-Taste etwas länger gedrückt halten, öffnet sich dieses Menü. Da ist der Stop-Button weggefallen. Dafür können wir jetzt sagen, ein Gegner soll fliehen. Das heißt, er würde nicht versuchen anzugreifen, sondern er würde vor den Angreifern davonlaufen. Das kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn wir in einem Bereich sind, wo wir zum Beispiel neue Thralls als Freunde für uns gewinnen wollen und wollen nicht, dass sie von unseren begleitenden Thralls angegriffen werden. Wenn wir den Schalter hier verteidigen drücken, wird unser Begleiter an der Stelle stehen bleiben, wo wir hingezeigt haben, als wir den Schalter gedrückt haben. Und wird entsprechend dann an dieser Position verharren, bis wir diesen Befehl wieder aufheben und ihn zu uns rufen. Mit dem Befehl zurückkehren im Radialmenü können wir den vorherigen Befehl Position halten auch wieder zurücknehmen. Wo es auch Änderungen gegeben hat,
ist hier, wenn wir interagieren mit Kisten oder auch in unserem eigenen Menü, dann gibt es verschiedene Änderungen. Zum einen können wir hier verschiedene Sortierungen einschalten, nach Gewicht, nach dem Namen, nach dem Typ. Das Gleiche gilt natürlich hier auch. Oder wir können sagen, keine Sortierung. Einige nutzen das Menü ja so, dass sie sagen, okay, ich habe bestimmte Dinge, zum Beispiel meine Nahrung, immer an einer bestimmten Position liegen. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt das habe und gehe hier auf nach Gewicht absteigend und gehe dann wieder auf keine Sortierung, dann werden die Sachen trotzdem in der Reihenfolge bleiben, wie sie aktuell gerade sortiert wurden. Das heißt, wenn ihr das entsprechend einmal hier neu sortiert habt, ja, dann könnt ihr nicht wieder das zurückschalten, indem ihr hier auf keine Sortierung geht, so wie ihr es gerne haben möchtet. In dem Moment, wo ihr da oben irgendetwas anderes einstellt, da sind eure Vorsortierungen leider weg. Ja, das nächste ist natürlich ganz schön. Wir können hier verschiedene Materialien highlighten und hervorheben, um uns die Suche im Inventar oder auch in so einer Kiste hier einfacher zu machen. Ja, das Gleiche haben wir eben in den Kisten auch. Und je nachdem, welche Materialien in der Kiste liegen, habe ich hier entsprechend andere Schalter auch. Ich habe hier zum Beispiel noch Deko und hier habe ich noch Werkzeuge, die ich im Inventar habe. Das finde ich eine ganz gute Geschichte. Wenn ich das Gleiche wieder anklicke, dann ist die Sortierung oder das Highlighten ist dann wieder ausgeschaltet. Ne? So kann ich es einschalten und dann nochmal draufklicken, ist es wieder ausgeschaltet. Was leider nicht mehr so schön ist, früher war es ja so, du konntest mit gedrückter Umschalttaste und dem Ziehen konntest du sagen, okay, ich möchte eine bestimmte Anzahl an Materialien hier rüberlegen. Das geht leider nicht mehr. Ich kann immer nur noch durch Drücken der rechten Maustaste hier aufteilen. Das kann natürlich sehr mühsam sein, wenn man, ich weiß nicht, 500 von etwas hat und man braucht eigentlich nur eins. Ja, das ist leider. Und ich weiß, es haben sich auch viele schon darüber beschwert. Aber ja, das ist jetzt so. Damit müssen wir zumindest erstmal jetzt leben. Aber es besteht ja die Hoffnung, dass es demnächst vielleicht eine Mod gibt, die dieses Thema aufnimmt und wieder verbessert. Zwei wesentliche Tastenbelegungen haben sich auch noch geändert. Das eine ist, dass wir jetzt mit der Taste Q Dinge aus Kisten oder eben hier aus den Rucksäcken der NPCs rausnehmen können, und zwar alle Dinge auf einmal. Und wenn wir zum Beispiel Hunger haben, dann können wir jetzt nicht mehr die Maustaste benutzen zum Essen, sondern wir benutzen die Taste F. Das waren jetzt aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte im Bereich Benutzerführung und Quality of Life, die sich geändert haben. Ich hoffe, das war eine kleine Unterstützung für euch und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann, ciao!